Willkommen zurück bei Special Agent hier im Einsatz. Wir sind gerade dabei, den Creeper zu töten. Wir suchen die Zielperson, finden sie jedoch nicht. Wir haben die Zielperson gesichtet. Mayday. Wir brauchen einen Helikopter. Schnell. Okay. Wir schießen. Noch ein Schuss. Oh. Mist. Moment. Rieche voll den Niesanfall, Mensch. Oh. So, jetzt lebe ich wieder. Entschuldigung bitte, dass ich jetzt hier voll ins Mikro geniest habe. Und noch einmal. Tot. Houston, die Zielperson ist tot. Entwarnung. Das können wir öfters machen, dass wir so auf Creeper-Jagd gehen. Wobei uns gehen die Pfeile aus, ne? Moment, Moment mal ganz kurz. Das ist ja hier wieder heute Nummer. So, jetzt aber. Oh. Irgendwas kommt hier. Das, was hier in unserer Umgebung ist, zerlegen wir erstmal. Im Schwert, wenn es geht. Irgendwas war. Ach, da eine Spinne irgendwo. Oh, 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 oh. Ganz, ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Machen wir auch das Massaker hier. Unseren Amoklauf. So. Wiederhole, die Zielpersonen sind fast alle tot. Du, das können wir hier als Höhle nehmen, um uns mal so ein bisschen Vorräte zu besorgen. An allem Möglichen. Ja. Nochmal bitte. Ah! Hilfe! So. So, ein Schuss noch. So, er ist tot. Boah, Mensch, das wird mir zu blöd. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich kriege ja totale Angst. Totale Panik. Aber so was von, Mensch. Boah. Hier können wir immer, wenn die Nacht zu Ende ist, hingehen. Denn da sind auch die Viecher wahrscheinlich alle da. Dann können wir uns da ganz viele Bögen da besorgen. Wie viele Bögen haben wir? Pfeile haben wir denn jetzt insgesamt? Was? Pfeile. Was? Nur? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Essen wir erstmal jetzt, ne? Erstmal darauf jetzt hier ein, ne? Stoßen darauf erstmal an hier. Aber ich würde mich ja mal ganz kurz informieren, wie man einen Pfeil craftet. Oder einen Bogen. Ja. Gar nicht allzu schwer und ein Bogen. Warte, da muss ich auch mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe sogar alles da, um das zu machen. Ja, da haben wir alles da. Müssen wir halt nur noch so ein paar Viecher klein hacken und dann geht das. Ich denke da so an Spinnen und sowas, ne? Wo ist denn unsere Mordshöhle? Wir werden sie noch einmal betreten. Wo bist du? Ich suche dich. Und ich auch. Hallo. So, das ist hier eine Sackgasse. Nein, eine große Enttäuschung.
Ich habe Angst, dass wir jetzt von hinten angefallen werden. Das muss ich bitte mal ganz kurz so betonen. Tim hat ganz, ganz doll Angst. Oh, da ist unser Kollege. So. Mit Pfeil und Bogen ist es doch alles viel angenehmer, oder? Ups. Ja. Pfeile sind jetzt, glaube ich, so ziemlich aus. Moment. Ist ein bisschen doof jetzt gerade. Moment, Musik etwas leiser. So. Nehmen wir die Axt, irgendwas, was ich gerade habe. Ach, das Schwert habe ich da noch dabei. Plopp. Tschüss. Hol mich doch, hol mich doch, hol mich doch. Na schade, dass wir an den Pfeil nicht mehr rankommen. Dann müssen wir die nächsten Skelette so erlegen. Da ist halt nur wichtig. Boah, Mensch, was sollen wir am nächsten Morgen denn machen? Da haben wir ja keine Waffen mehr. Dann gehen wir mit Peter auf Patrouille. So machen wir dann am besten. Wir holen uns den Peter am besten direkt schon hoch. Peter, du kommst. Es ist ein Einsatz für dich. Und zwar die Eliminierung der Feinde am nächsten Morgen. Peter, genau der richtige Fall für dich. Komm bitte hoch. Komm bitte ins Schlafzimmer. Du wirst hier erstmal sitzen bleiben und wir gucken nochmal nach den Hühnern und dann, ja, komm ich wieder. Wichtig ist, dass draußen jetzt gleich ein paar Viecher spawnen, die wir dann erlegen können. Das beobachten wir von unserer Terrasse aus. Wären die hier fast alle geflohen. Mensch, die legen ja viele Eier. Wow. Schon wieder ein Ei. Können wir noch mal ein bisschen für Paarung sorgen? Ja, ne? Ihr seht ganz munter aus. So, und ihr beide. So. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende noch euch allen. Aber ich finde unser Haus wirklich super dafür gedacht, um halt zu gucken, wo Viecher spawnen. Da haben wir ja unsere Terrasse einerseits, dann haben wir hier oben unsere großen Fenster, die dafür gut sind. Und hier, ach, da sehen wir schon den ersten Zombie. Aber das Schöne, das Allerbeste an diesem Haus ist einfach diese gegebene Sicherheit. Wir sind wirklich so sicher, wir sind, ja, verhältnismäßig hoch. Und wir können hier alles beobachten. So, Peter, komm mal bitte. Peter? Hallo? Warte, wo ist das Fleisch? Da ist das Fleisch. Komm her. Hol's dir. Schade, dass es keinen Stock gibt, den man dem Hund einfach hinwerfen kann. Ja, dann muss ich den Peter jetzt hier rausschieben. Komm, raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Sup. Raus, 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 da. So, gucken wir mal hier draußen, was da los ist. Kann uns, glaube ich, nicht sehen. Halt, wir essen Brot. Stellen uns hier hin und essen Brot. Aber jederzeit können wir beschossen werden, aber dann gehen wir notfalls da in das Haus selbst wieder rein. Ja, dann würde ich mal sagen, schlafen wir jetzt eine Runde. Die Musik verrät einem schon, es war eine traurige Nacht. Es gab viele Eindringlinge. Oder es gab gar keine. Die Enttäuschung ist groß. Wir gehen trotzdem los. Peter, komm. Hundeklappe wird geöffnet. Der ist schon ganz intelligent und geht automatisch raus. Also, das ist Peter. Unser bester Freund.